Patricia, und meine Mission ist es, unserer Gesellschaft zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen, wirklich jeder, versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Heute geht es um Gründe, wieso du nicht abnimmst, ja? Der größte Grund wahrscheinlich, den die meisten bei mir, wenn sie mir schon länger folgen, wenn sie schon viele Lives von mir gehört haben, auf jeden Fall schon gehört haben, und zwar ist das eine Insulinresistenz, ja? Was das bedeutet, erkläre ich euch kurz, aber es gibt natürlich noch neben einer Insulinresistenz einige andere Gründe, warum jemand nicht wirklich abnehmen kann. Jetzt ist es so, dass es meistens nicht ein Grund alleine ist. Meistens gehört das irgendwie alles zusammen und ja, man muss einfach an mehreren Baustellen sozusagen, ja, arbeiten. Und das lernst du einfach bei mir. Zum einen, wie du deine Insulinresistenz besiegen kannst. Und die Insulinresistenz ist tatsächlich oft ausschlaggebend, dass es auch andere Baustellen gibt. Das heißt, wenn du an der Insulinresistenz arbeitest und deine Zellen sensitiver dem Insulin gegenüber werden, das Insulinlevel im Körper gesenkt wird, klappt es vermutlich auch natürlich besser mit dem Abnehmen, aber es werden auch einfach ein paar andere Baustellen besser und somit kannst du halt wirklich Schritt für Schritt einfach abnehmen. Also Grund Nummer eins, eine Insulinresistenz. Übrigens, warum ich heute dieses Live mache, weil ständig ganz, ganz viele Menschen einfach zu mir kommen tagtäglich, die landen auch in meinen DMs und so weiter. Und die sagen, hey, ich habe schon alles, alles, alles versucht. Ja, ich esse im Kaloriendefizit, ich bemühe mich. Ich bewege mich genug, ich bemühe mich echt, ich bin auch diszipliniert, ich weiß gar nicht, an was es liegt, ich kann es einfach nicht sagen, irgendwas stimmt einfach nicht. Und es ist einfach so schade, weil diese Menschen, ich weiß nicht, wenn du das kennst, schon alles ausprobiert, schon alle Diäten ausprobiert, schreib gerne mal eine 1 in die Kommentare, wenn du weißt, von was ich spreche und dich da angesprochen fühlst dabei und es klappt irgendwie nichts. Vielleicht gehen mal ein paar Kilo runter. Und dann sind sie aber schnell wieder drauf, der Jojo-Effekt kommt zurück, ja. Und es liegt zum einen natürlich daran, dass eine Diät nie funktionieren kann, weil Diäten sind viel zu einseitig und viel zu restriktiv, als dass du sie tatsächlich ein Leben lang durchhalten könntest. Und deswegen braucht es einfach gesunde Gewohnheiten. Nadine ist ehrlich, sagte eins, ja, ich glaube, Nadine, alle 37 anderen Menschen hier in diesem Live denken sich jetzt genau das Gleiche. Die haben nur einfach entweder keine Lust oder trauen sich nicht, das auch einfach hier kundzutun, weil es ist echt Wahnsinn. Ich kriege teilweise hunderte von Nachrichten täglich von euch und genau diese Probleme werden immer wieder geschildert. Egal, schon alles versucht, es klappt einfach nicht. Und was ich dann immer so schade finde, dass es dann heißt, egal von wem, von Ärzten oder von teilweise auch Ernährungsberatern, von Kollegen, ja, dann musst du halt einfach ein bisschen disziplinierter sein, du musst dann einfach weniger essen und dich halt mehr bewegen. Es kann ja nicht sein, dass du so wenig isst, weil sonst würdest du ja abnehmen. Ja, Fakt ist aber halt, wenn es so einfach wäre, abnehmen zu können, nur indem du dich mehr bewegst und im Kaloriendefizit isst, sind wir doch mal ehrlich, dann wären wir doch eigentlich alle schlank, oder? Es ist ja nicht so, dass wir das dann nicht wollen, sondern es ist einfach so, dass es halt nicht geht und dass es einfach da gewisse Baustellen im Körper gibt, die uns davon abhalten, dass eine Abnahme erstmal möglich ist. Unter anderem eben eine Insulinresistenz. Wenn du jetzt neu bist, bei mir auf dem Account noch nicht genau weißt, was Insulinresistenz bedeutet, dich vielleicht auch fragst, oh mein Gott, vielleicht habe ich das ja. Also grundsätzlich kann ich dir wirklich schon mal hier den Zahn ziehen. Jeder Zweite da draußen hat eine Insulinresistenz. Die meisten halt natürlich, ohne dass sie es überhaupt wissen. Warum ist es so, dass es keiner weiß, dass er eine Insulinresistenz hat? Genau, es wäre viel zu einfach. Ja, genau, Elvira. Weil dann würde es ja jeder machen und alle wären gesund und alle wären schlank. Aber es gibt halt einfach ein paar Umstände im Körper, die verhindern, dass du abnimmst. Ja? Und das ist halt einfach Fakt. Ja? Also. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Insulinresistenz. Bedeutet, ich wollte noch irgendwas dazu sagen, aber das ist jetzt leider weg. Egal. Bedeutet, eine Insulinresistenz heißt, deine Zellen sind nicht mehr oder sind resistent dem Insulin gegenüber, wie es ja eigentlich der Name schon sagt. Ja, ich erkläre das immer mit einem schönen Beispiel. Ja, stell dir vor, dein Haus ist deine Zelle. Es klopft an der Tür, es kommt ein Lieferant, der bringt dir ein Päckchen Mehl, ein Päckchen Pasta und ein Päckchen Zucker. Du denkst dir, eigentlich habe ich gar nichts bestellt, aber ist jetzt nicht verkehrt, mein Vorratsschrank ist sowieso leer, passt, kann ich mal wieder Vorräte auffüllen. Du nimmst die Lieferung an, am nächsten Tag kommt der gleiche Lieferant wieder, er bringt dir wieder ein Päckchen Mehl, ein Päckchen Pasta und ein Päckchen Zucker. Du denkst dir, ja, perfekt, super, ich sammle mal an, packst es wieder in deinem Schrank, packst es wieder in deinen Schrank. Am dritten, am vierten, am fünften Tag passiert genau das Gleiche, es passiert immer weiter. Und irgendwann denkst du dir, okay, jetzt ist mein Vorratsschrank aber voll. Dann fängst du an, noch im Kleiderschrank ein bisschen Platz zu machen dafür, im Schrank im Flur, vielleicht im Wohnzimmer, in Regalen packst du noch die Sachen. Irgendwann musst du schon irgendwie dein Schlafzimmer nutzen, da noch den Rest hinpacken.
Und irgendwann, der Lieferant kommt immer weiter, der bringt dir immer jeden Tag die gleiche Lieferung. Und du sagst dir irgendwann, sorry, ich brauche nichts mehr, ich habe genug. Der Lieferant sagt aber, das ist mir egal, sie haben ein Abo abgeschlossen, jetzt kommt es einfach jeden Tag. Und du kriegst langsam Angst und denkst dir, ich habe keinen Platz mehr in meinem Haus. Du hast wirklich alles schon voll, dein ganzes Schlafzimmer ist voll. Nur noch in deinem Bett ist so eine kleine Kuhle, wo du dich so zusammengekauert noch hinlegen kannst. Und da weißt du, diese Kuhle, die muss auch noch frei bleiben. Da kann ich keine Lieferungen mehr reinlegen. Das geht einfach nicht. Und das ist genau der Moment, in dem du reagierst und deine Tür zunagelst. Ja? Also du nagelst deine Tür zu, du sagst, hey, hier kommt einfach nichts mehr rein, ich verriegel meine Tür. Dem Lieferanten, dem ist es aber total egal. Der bringt dir weiterhin ein Päckchen Mehl, ein Päckchen Pasta, ein Päckchen Zucker. Der schmeißt dir halt vor die Tür, der schmeißt dir in deinen Hof, der schmeißt dir vor deine Garage, der schmeißt dir in deinen Garten. Die Päckchen stapeln sich bis in den Vorgarten, bis raus auf die Straße. Und jetzt stell dir vor, das passiert überall in deiner Stadt, überall in deinem Dorf, je nachdem, wo du wohnst. Das passiert überall an jedem Haus. Und dann haben wir das Problem, dass Stau auf der Straße entsteht. Ja, die Lieferanten kommen schon gar nicht mehr durch, weil die bringen weiter noch die ganzen Päckchen Mehl, Pasta, Zucker und so weiter. Keiner kommt mehr durch, es entsteht Stau auf der Straße. Und dieser Stau auf der Straße ist gleichzusetzen mit einer Hypoinsulinämie, bedeutet zu viel Insulinblut. Und das ist umgangssprachlich einfach nur die Insulinresistenz. Und dieses, dass du die Zelle zu, also Entschuldigung, dass du dein Haus zugemacht hast, dass du dein Haus verriegelt hast, das bedeutet, die Zelle hat auch zugemacht. Die Zelle lässt einfach keinen Zucker mehr rein, die Zelle ist voll, die Rezeptoren der Zelle sind verstopft, es passt einfach nichts mehr rein. Und die Bauchspeicheldrüse, die realisiert das und die sieht, okay, ich schütte Insulin aus, Insulin sollte eigentlich den Zucker in die Zelle bringen, das ist die Aufgabe des Insulins. Das funktioniert aber irgendwie nicht mehr. Die Bauchspeicheldrüse merkt es und sagt, ach, kein Problem, wir schütten noch mehr Insulin aus, wir brauchen mehr Arbeiter, schickt mehr Arbeiter ins Blut, also sprich mehr Insulin ins Blut. Und die Folge ist eben zu viel Insulin im Blut, also eine Insulinresistenz, im Fachjargon eine Hyperinsulinämie. Und das passiert bei ganz vielen Menschen und das bekommt man, das wollte ich vorher sagen. Das tut auch erstmal nicht weh und das kriegt man nicht mit und das kann man auch, man kann es messen, aber die Ärzte messen das nicht freiwillig. Also die wenigsten Ärzte kommen auf die Idee, wenn du mit den Symptomen einer Insulinresistenz zum Arzt gehst und kommen auf die Idee zu sagen, okay, messen wir mal den HOMA-Index, um zu sehen, ob du eine Insulinresistenz hast oder messen wir mal im nüchternen Insulin im Serum. Die nehmen vielleicht den Langzeitblutzucker, die nehmen den nüchternen Blutzucker, was schon mal super ist, aber diese Werte sind einfach lange noch im grünen Bereich, obwohl du schon längst eine Insulinresistenz hast. Bedeutet, die Insulinresistenz geht dem Typ-2-Diabetes sozusagen Jahre, Jahrzehnte voraus. Wenn du merkst, dass du im Typ-2-Diabetes landest oder gelandet bist, dann hast du wahrscheinlich schon 15 Jahre davor eine Insulinresistenz mit dir rumgeschleppt. Es hat einfach nur keiner irgendwie gemerkt. Und es ist keiner auf die Idee gekommen, das mal zu messen. Und das ist eben meine Aufgabe, dass ich darüber aufkläre und dass ich den Menschen halt sage, hey, geh mal zum Arzt, lass mal den HOMA-Index checken, lass mal nüchtern Insulin im Serum einfach anschauen, um mal zu sehen, hast du vielleicht auch eine Insulinresistenz? Weil dann ist es nämlich verdammt schwer abzunehmen. Das Problem ist nämlich, wenn Insulin hoch ist, also wenn wir diese Situation haben, die ich gerade erklärt habe, und zu viel Insulin im Blut haben, dann ist einfach das Problem, also Insulin ist unser fetteinspeicherndes Hormon, dann findet auch kein Fettstoffwechsel statt, dann kannst du auch schwer abnehmen, weil der Fettstoffwechsel fängt erst an, wenn Insulin niedrig ist und der Gegenspieler vom Insulin, also das Glukagon ins Spiel kommt, das ist auch ein Hormon, auch von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet und das Glukagon hat dann die Aufgabe, die eingespeicherte Glukose, also den Zucker, wieder umzuwandeln und sozusagen wieder ins Blut zu schicken, das heißt, dir wieder Energie zu geben. Und das funktioniert aber natürlich erst, wenn Insulin niedrig ist, wenn du nicht ständig Zucker und Kohlenhydrate nachschiebst, beziehungsweise wenn Insulin eh schon hoch ist, dann dauert das, bis das Insulinlevel gesenkt werden kann, damit du dann auch eben abnehmen kannst, damit Dinge wie ein Fettstoffwechsel irgendwann auch mal wieder funktionieren können. Und das ist halt einfach so die Krux. Wir wollen schauen, dass unser Körper so flexibel, stoffwechseltechnisch wie möglich ist. Das bedeutet metabolische Flexibilität. Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Und das ist eben anzustreben. Das heißt, wir wollen weder ständig im Kohlenhydratstoffwechsel sein, was die meisten von uns ja ständig immer sind, noch wollen wir permanent im Fettstoffwechsel sein, was die Ketose wäre. Ja, also wenn du dich ketogen ernährst, strikt und dauerhaft, immer nur in Ketose bist, kann das im Umkehrschluss auch wieder dazu führen, dass du metabolisch inflexibel bist, also nicht mehr so flexibel bist. Das heißt, wünschen tun wir uns eigentlich beides, ja, dass der Körper beides kann und dass der Körper zwischen beiden wechseln kann, zwischen Kohlenhydratstoffwechsel und Fettstoffwechsel und das mehrmals am Tag.
Und wie das geht, das lernst du eben bei mir auf dem Profil, auf den diversen Profilen. Und das hilft dir einfach tatsächlich beim Abnehmen. Jetzt hatten wir hier noch eine Frage. Auf TikTok? Nee, die ist wieder weg. Okay, ich weiß nicht, ich sehe sie nicht mehr. Egal. Also an alle, die jetzt auf Instagram dabei sind, wenn ihr eine Frage habt, jetzt habe ich von Daniela eine Anfrage für mein Live, aber ich glaube, das war ein Versehen. Ich tue die mal wegklicken. Wenn ihr eine Frage habt, dann jederzeit gerne einfach in die Kommentare. Ich versuche die so gut wie es geht parallel immer mit zu beantworten. Also wir haben jetzt schon gesagt, Insulinresistenz ist der Hauptgrund, warum Menschen nicht abnehmen können. Das heißt, einfach mal den HOMA-Index messen, schauen, ob du eine Insulinresistenz hast. Und dann kannst du Schritt für Schritt dann arbeiten, da rauszukommen. Du musst jetzt nicht warten, bis du die Diagnose hast. Du musst nicht warten, wenn du vielleicht erst in 3 Monaten einen Termin kriegst bei den Ärzten, was ja Katastrophe ist. Ich kann empfehlen, geh in ein freies Labor, da geht es aber meistens schneller. Zahlen musst du es ja eh selber. Die Kasse übernimmt sowas leider nicht, ja, weil wir haben halt ein Krankensystem und kein Gesundheitssystem leider. Bedeutet, die Kasse zahlt halt wahrscheinlich erst, die meisten Kassen zumindest, wenn du krank bist, sprich wenn du schon einen Diabetes hast, dann werden vielleicht die Medikamente übernommen. Aber um eine Insulinresistenz vorzubeugen und dich einfach gesund zu ernähren oder so und so einen Test mal zu machen, ach, da zahlen eigentlich die wenigsten. Aber keine Sorge, der ist halt auch nicht teuer, der Test. Ne? Also das kann man schon mal für seinen Körper investieren, definitiv. Und dann kannst du bei mir im Profil, zum Beispiel hier auf Instagram, das Story Highlight Insulinresistenz. Ohne Witz, wenn du das Schritt für Schritt ernsthaft durcharbeitest mit Zettel und Stift und dir, hallo an Christine, cool, dass du dabei bist. Aber schön, dass du immerhin ein paar Minuten da bist, sehr cool. Wenn du das wirklich durcharbeitest, Schritt für Schritt und dir das alles mitschreibst, was du da tun kannst im Thema Ernährung, im Thema Bewegung, im Thema Schlaf und im Thema natürlich Supplemente, dann hast du für dich eine Anleitung, wie du aus deiner Insulinresistenz wieder rauskommst, wie du es endlich schaffst, gesund abzunehmen. Und das ist für dich komplett gratis. Ja? Also von dem her kann ich dir das wirklich empfehlen, wenn du mit dem Thema oder wenn du damit ein Thema hast, dass du es einfach merkst, du kannst dich abnehmen. Und eigentlich müsste es klappen, weil du isst im Kaloriendefizit, du tust alles, was möglich ist, du bewegst dich viel. Trotzdem verlierst du kein Fett, dann stimmt irgendwas nicht. Und dann ist meistens eine Insulinresistenz da. Wie gesagt, jeder Zweite da draußen hat eine. Wenn du Bluthochdruck hast, 98% aller Menschen, die Bluthochdruck haben, haben auch eine Insulinresistenz. Das ist tatsächlich so. Und wie gesagt, es tut einfach nicht weh. Du merkst halt vielleicht einfach nur an den folgenden Symptomen, also dass du vielleicht ständig müde bist, dass du immer Heißhunger hast, dass du nicht länger ohne essen kannst. Das bedeutet, 4, 5, 6 Stunden, wenn du nichts isst, ist für dich nicht so schön auszuhalten. Dann wirst du entweder ungemütlich und grantig, wie man bei uns sagt in Oberbayern, oder vielleicht halt auch, dass es dir nicht gut geht, dass du Kopfweh kriegst oder dein Kreislauf in den Keller geht. Das sind alles Dinge, die bei einer Insulinresistenz da tatsächlich passieren. Wenn ich dir sage, Intervallfasten oder fast immer 60 Stunden und sagst, keine Chance, schaffe ich nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass du eine Insulinresistenz hast, wenn du nicht länger ohne Essen auskommen kannst. Oder wenn du zum Beispiel auch Fibrome hast am Hals, also so Hautanhängsel, die sich langsam bilden. Ja? Die kann man wegmachen lassen vom Hautarzt, ja, aber die kommen immer wieder, wenn du eine Insulinresistenz hast. Manche haben die auch im Gesicht, an den Augen oder so, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Das sind auch Zeichen, das sind Symptome von der Insulinresistenz. Oder aber auch chronische Kopfschmerzen, immer müde sein, ständig Heißhunger zu haben, eben der Bluthochdruck, das sind so die häufigsten Anzeichen, dass du eine Insulinresistenz hast und eben, dass es dir schwerfällt abzunehmen und dass du eine signifikante Menge an Bauchfett mit dir rumschleppst. Ja? So ein bisschen Bauchspeck, das hat jeder, das ist in Ordnung, aber wenn du wirklich Bauchfett hast, da ist einmal was da, wo du sagst, boah, und es geht irgendwie nicht weg, ist meistens ein Zeichen von einer Insulinresistenz. Happiness Hamburg fragt, gibt es unterstützende Medikamente bei Insulinresistenz? Natürlich, also die Ärzte verschreiben ganz oft Metformin als Beispiel. Ja? Bei mir lernst du, wie du es natürlich besiegen kannst, deine Insulinresistenz, hallo Tina, ohne Medikamente. Ich empfehle dir eher Supplemente, so nenne ich das halt, natürliche Supplemente, natürliche Nährstoffe, die du einsetzen kannst, natürliche Stoffe, die teilweise dein Körper auch selbst herstellen kann, die du aber noch vermehrt hinzufügen kannst, um schneller rauszukommen aus der Insulinresistenz, um deine Zellen wieder sensitiver dem Insulin gegenüber zu machen. Beispiel Myo-Inositol in Kombination mit Mönchspfeffer, das wäre zum Beispiel die Frauenstärke von Naturtreu, kann ich dir extrem empfehlen bei Insulinresistenz, auch wenn du Zyklusprobleme hast. Viele Frauen haben ja auch ein PCOS noch entwickelt aufgrund der Insulinresistenz, dann wäre das wirklich ideal. Oder zum Beispiel die exogenen Ketone, mit denen ich ja auch arbeite, die helfen, die senken auch den Blutzucker. Das heißt, die können auch dir helfen, schneller aus deiner Insulinresistenz rauszukommen. Wichtig ist halt nur, du wirst nie mit einem Medikament deine Insulinresistenz oder mit einem Supplement, mit einem Nährstoff alleine
deine Insulinresistenz umkehren können. Das wird nicht funktionieren. Da gehören immer mehrere Maßnahmen dazu. Natürlich vorab ganz wichtig, eine blutzuckerkonforme Ernährung. Der Blutzucker, das ist das A und O bei Insulinresistenz, muss so stabil wie möglich bleiben, damit du einfach auch dein Insulinlevel stabil bekommst bzw. niedrig bekommst. Und das schaffst du halt mit der Ernährung, mit der Wahl der Lebensmittel und wie du sie klug einsetzt. Das lernst du alles bei mir. Zum Beispiel im Story Highlight Insulinresistenz ist da alles, was du dafür wissen musst, abgespeichert. Thema Bewegung ist auch ganz, ganz wichtig. Krafttraining machen, ja. Cardiotraining mit Vorsicht behandeln, wenn du es länger und krass machst, kann mehr Stress auslösen, hilft dir nicht unbedingt aus der Insulinresistenz raus, sondern es ist wirklich das Krafttraining, das die Zellen der Sensitive dem Insulin gegenüber macht. Schlaf, schon eine Nacht schlechten Schlafs, verschlechtert deine Insulinsensitivität um ganze 30%. Das bedeutet, wenn du halt zu wenig schläfst oder wenn du einfach schlecht schläfst und schlechte Qualität deines Schlafs hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Insulinresistenz mit dir rumschleppst, relativ hoch. Das heißt, da gehört es auch dazu, den Schlaf zu verbessern. Da habe ich auch zum Beispiel ein Live und einen Post mit 10 Tipps, wie du deinen Schlaf tatsächlich verbessern kannst. Wie du wirklich Schritt für Schritt dafür sorgen kannst, dass deine Schlafqualität besser wird. Das findest du auch im Story Highlight Insulinresistenz, beziehungsweise ich habe sogar, glaube ich, ein eigenes Story Highlight für das Thema Schlaf gemacht. Ja. Und dann eben noch Nährstoffe, die du einsetzt. Ich mache das noch ganz schnell fertig, den Gedankengang, dann gehen wir gleich in eure Fragen über, die ignoriere ich nicht einfach, die schauen wir auf jeden Fall an. Das heißt, bei den natürlichen Supplementen, ich habe die Frauenstärke schon erwähnt, von Naturtreu, natürlich die exogenen Ketone, die da auch an Kombinationen mega gut helfen. Und dann halt Dinge, die Basis. Die Basis ist für mich Magnesium, Vitamin D und Omega-3. Wenn du diese drei Dinge nicht sowieso schon supplementierst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du nicht abnimmst. Ja, sorry, dass ich das jetzt so direkt hier raushau. Das meine ich absolut nicht böse. Die meisten wissen es halt einfach nicht. Dein Körper braucht Omega-3, das kannst du nicht deckend über deine Nahrung. Omega-3 ist maßgeblich daran beteiligt, dass du nicht so viele stille Entzündungen im Körper hast, ist entzündungshemmend. Unter anderem, das macht so viel mehr. Auch da gibt es ein extra Story-Highlight Omega-3. Wenn du da mehr eintauchen willst, schau dir das unbedingt an. Das ist so wichtig. Und du kannst Omega-3 nicht über deine Nahrung decken. Du kannst noch so viel Fisch essen. Wenn du das schaffst, das ist mein größter Respekt. Ich schaffe das nicht, das ist krass. Und vor allem, das auch in unseren Breitengraden hier, wo wir wohnen, nicht schlau, weil dann hast du wieder, Entschuldigung, Probleme mit der Schwermetallbelastung. Bedeutet, du kannst wirklich deinen Omega-3-Bedarf nicht decken über deine Nahrung. Das gleiche gilt für Magnesium, ist an über 500 Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt, brauchen wir unbedingt, wenn wir eine Insulinresistenz haben, wenn wir zu viel Stress haben, das muss alles mit dabei sein. Vitamin D, das gleiche. Ja, im Sommer kann man vielleicht ohne auskommen, wenn man gut und viel in die Sonne geht und halt auch Dinge macht oder Dinge nicht macht, die die Vitamin-D-Aufnahme blockieren, wie Sonnencreme draufhauen oder das Handy ständig hier in Schläfennähe zu haben. Das sind nämlich die Vitamin-D-Rezeptoren und dann kannst du noch so viel in die Sonne gehen, damit halt auch nichts aufgenommen. So ist es einfach. Deswegen, die meisten von uns müssen tatsächlich auch im Sommer Vitamin D supplementieren. Und das sind eben die vier Säulen raus aus der Insulinresistenz. Und das lernst du im Detail ganz genau bei mir. Und du kannst wirklich, das gebe ich dir komplett kostenlos, dieses Story Highlight Insulinresistenz. Wenn du das durchschaust, verspreche ich dir, weißt du alles, was du wissen musst, um deine Insulinresistenz zu besiegen. Und dann musst du es wirklich nur noch umsetzen. So, ich gehe mal chronologisch vor. Ich scroll nach oben und schau mal, wo die erste Frage ist. Okay, das war jetzt nicht so schlau, weil ich muss echt weit scrollen. Ich scroll lieber mal in die andere Richtung. Wie ist es mit Metformin? Wie sieht es mit Metformin aus? Sollte man warten, bevor man das Medikament nimmt? Was meinst du mit warten? Also, du musst natürlich schauen, wie stark ist die Insulinresistenz, wie stark bist du schon im Diabetes, wenn du nicht gewillt bist, deine Ernährung umzustellen, einen gesunden Lebensstil an den Tag zu legen, dann ist Metformin vielleicht für dich die Lösung, ja, weil es hilft dir erstmal, du schaffst vielleicht damit auch abzunehmen, genau wie die Abnehmspritze und das ganze Ozempic-Zeug und so. Hey, das kann dir dann schon helfen, aber das hilft dir halt nicht, die Symptome, also das macht nur die Symptome besser und hilft dir, aber sobald du das absetzt, sobald du es dann nicht mehr nimmst, bist du am gleichen Punkt wieder, dann würdest du wieder zunehmen. Dann müsstest du dein Leben lang Metformin nehmen, dein Leben lang die Abnehmspritze nehmen, um da klarzukommen. Das heißt, es ist immer wichtig zu lernen, wie du deinen Lebensstil änderst. Ja? Und für manche ist es manchmal ist schwer, das wirklich nur mit dem Lebensstil zu schaffen. Ich sage immer, dann nimm dir wenigstens die exogenen Ketone dazu, da hast du was Natürliches. Manche wollen halt Medikamente, manche wollen die Abnehmspritze. Ich würde es für mich jetzt nicht wollen, das muss jeder entscheiden, aber ich würde immer versuchen, das auf natürlichem Wege zu schaffen, je nachdem, wie tief du schon drin steckst und das muss halt wieder ein Arzt wissen, aber da geh auch wieder zu einem Arzt, der Ahnung hat von Ernährung und der dir halt gleichzeitig auch einen gesunden Lebensstil mit auf den Weg gibt. Du kannst schon starten mit Metformin, aber du solltest halt gleichzeitig auch lernen, wie du dich gesund ernährst
und wie du deinen Lebensstil so aufbauen kannst, dass du halt rauskommst aus dem Problem und dann irgendwann Metformin absetzen kannst. Also das ist meine Philosophie und so lernst du es einfach bei mir. Wenn du jetzt sagst, ist mir scheißegal, ich möchte weiter Schrott essen, ich möchte Alkohol trinken, ich möchte Pommes, Pizza, Burger jeden Tag, ich möchte mich nicht bewegen, ja, dann ist vielleicht für dich Metformin die Lösung, aber dann bin ich nicht die Lösung für dich, weil dann helfen dir meine Tipps hier nichts, weil du sie nicht umsetzen möchtest. Also du verstehst, was ich meine. So, wir gehen auch gleich zu TikTok rüber. Ich habe euch nicht übersehen. Medikamente puffern nur die Symptome, ändern aber nicht den Grund, die Quelle der Erkrankung. So ist es. Und wir wollen eigentlich immer die Wurzel behandeln, oder? Das ist wie wenn du eine, ich erkläre das immer hier, Fleischwunde an der Hand hier. Ja, super unpraktisch hier die Stelle. Und anstatt diese Wunde zu reinigen und zu säubern und zu pflegen und schauen, dass sie heilt, klebst du einfach nur ein Pflaster drüber und du tauscht das Pflaster eigentlich auch nie aus. Die Wunde ist unter dem Pflaster, was die Wunde da macht, ist dir scheißegal, es tut vielleicht weiter weh, aber du nimmst dann Schmerzmittel, dann spürst du es nicht. Das wären Medikamente für mich. So, aber wir wollen ja die Wurzel behandeln, sprich wir wollen, dass die Fleischwunde heilt, oder? Also zumindest ich möchte das und die Kunden, die bei mir landen und mit mir arbeiten wollen. So, jetzt muss ich mal hier weitergehen. Wo sind noch Fragen? Ich suche Fragen, ich suche Fragen, ich winke Menschen zu, wow. Ich bin gar nicht gewohnt, dass ich so viele Menschen in meinem Live habe hier, das ist total cool. Schön, dass ihr alle da seid. Kann Insulinresistenz auch die Regelblutung beeinflussen? Oh ja, leider. Das ist dann oft so, wenn es weitergeht, Insulinresistenz, die wächst, führt dann auch zum PCOS, dann kommt irgendwann vielleicht gar keine Regel mehr, also gar keine Menstruation oder sie ist durcheinander, sie kommt zu spät, sie ist zu kurz, was auch immer. Dafür ist auch die Frauenstärke richtig genial. Da haben wir schon echt ganz coole Sachen erlebt für Frauen, deren Regel dann einfach besser geworden ist, beziehungsweise deren Zyklus regelmäßiger geworden ist oder halt auch deren Zyklus wieder gekommen ist, der komplett weg war. Gerade heute hatte ich eine Kundin, die hat mir Feedback gegeben, habe ich mich so gefreut, ich hatte fast Tränen in den Augen und hier so, wie heißt es, Gänsehaut auf Deutsch, genau, Gänsehaut heißt es, hat erzählt, sie ist 38 erst, aber hatte schon Wechseljahressymptome, war eigentlich schon in den Wechseljahren, hatte schon ihre Tage gar nicht mehr seit einer längeren Zeit, also war halt einfach wie in den Wechseljahren. Und sie hat Ketone getrunken, jetzt schon länger, ihren Lebensstil umgeändert, also quasi meine ganzen Tipps befolgt, was das Thema Ernährung angeht und so weiter. Und jetzt kommt ihr Zyklus, also sie hat jetzt wieder einen regelmäßigen Zyklus, sie hat wieder eine Menstruation. Hey, das ist einfach genial. Das ist wirklich, wirklich genial. So, jetzt schauen wir mal, was noch für Fragen sind. Genau, dauerhaft Metformin hat schlimme Nebenwirkungen. Ja, ich meine, das ist halt ein Medikament, das greift immer krass den Körper ein. Ja. Manche vertragen es, manche vertragen es nicht. Ich bin halt raus damit. Du sagst in einem Video, keine Kuhmilch, welche Alternative empfiehlst du? Also Sarah, ich brauche gar keine Milch, ich verstehe überhaupt nicht, warum man Milch eine Alternative möchte für Milch, weil für was brauchst du Milch? Also für mich ist Milch halt so, für was, ja? Ich verstehe, wenn jemand keinen schwarzen Kaffee möchte oder so, oder halt keine Keto-Cream hat, also kein MCT, was er in Kaffee tut, was dann den Geschmack irgendwie ein bisschen süßer macht und was halt dann eben gesunder Süßungsersatz ist, ja, was ja die Milch oft ja dann ist. Dann nimmst du halt einen Spritzer Mandelmilch, ja, ohne Zucker. Vorsicht vor Hafermilch, die hebt nämlich auch den Blutzucker. Aber auch diese ganzen Pflanzenmilchersatzzeugs hat halt auch Stoffe drin, die jetzt nicht unbedingt so gut sind. Da haben wir meistens Sonnenblumenöl drinnen. Und wenn man das dann halt in großen Mengen zu sich nimmt, ach, ist es halt auch nicht so genial, genau. Wo kann man die Frauenstärke kaufen? Bei Naturtreu, so heißt die Firma. Du kannst gerne in den Linktree gehen, in mein Profil. Dort hast du den Link zu Naturtreu, auch 10% Rabattcode. Ich kann dir für die Frauenstärke empfehlen. Da nimmt man nämlich 6 Kapseln am Tag. Und das ist jetzt wichtig für alle, die das ausprobieren wollen. 6 Kapseln am Tag, damit du genügend von der Dosis hast, natürlich vom Myo-Inositol, aber auch vom Mönchspfeffer. Super wichtig, weil Studien haben ergeben, dass erst ab 20 Milligramm Mönchspfeffer am Tag es positive Auswirkungen hat auf deinen Zyklus, auf deine Insulinresistenz. Deswegen muss man auch so viel nehmen, weil diese 4 Gramm, die in allen Apothekenprodukten drin sind, hey, die kannst du in die Tonne hauen, das hilft einfach nicht, das ist viel zu wenig. Deswegen 6 Kapseln am Tag von der Dosis her und es sind 90 Stück drin, also 90 Kapseln, das sind so kleine Glasfläschchen, finde ich total cool, die produzieren nämlich in Glasverpackungen, alles in Deutschland produziert, biologisch hergestellt, finde ich richtig cool, die Firma. Dann nimm dir gleich 2 oder 3 solche Döschen oder solche Fläschchen, damit du, wenn du, weil für den ersten Einkauf bekommst du 10% mit meinem Rabattcode, der dabei steht im Linktree in meinem Profil, dann kannst du halt gleich was sparen und dann für jeden weiteren Einkauf kriegst du 5%. Genau, man muss an die Quelle, Insulinresistenz und Schilddrüsenunterfunktion, was tun? Genau das, was ich tagtäglich hier immer predige, jeden Tag. Es geht um Ernährung, Bewegung, Schlaf, natürliche Supplemente, Story Highlight, Insulinresistenz anschauen. Das hängt ja auch zusammen, ne? Also das ist ja
wahrscheinlich 80% all meiner Kunden haben eine Schilddrüsenunterfunktion neben ihrer Insulinresistenz oder sogar Hashimoto. Genau, Amazon kannst du natürlich auch. Also wenn du mich unterstützen willst, holst du es halt bei Naturtreu direkt. Und ich würde halt auch nie Nahrungsergänzungsmittel bei Amazon oder irgendwelchen Online-Apotheken kaufen. Da sind oft die Restbestände. Da haben wir das Mindesthaltbarkeitsdatum, das schon sehr, sehr nah, sagen wir mal, dran ist. Und ich unterstütze halt dann lieber den Hersteller direkt, weil dort kommt es auch vor allem direkt aus dem Lager. Ja, da habe ich keinen Zwischenversand. Auch im Sommer, gerade jetzt bei der Frauenstärke, vielleicht nicht so das Thema, wenn man Omega 3 bestellt. Die schauen nicht drauf, dass das im Sommer ordentlich verschickt wird. Ja? Die haben da keine Kühlakkus dabei. Das heißt, du kannst halt, kann sein, dass wenn ein Omega 3 ankommt bei dir, dass es halt schon ranzig ist. So. Und deswegen würde ich da immer beim Hersteller direkt bestellen. Das ist einfach das Seriöste. Und du unterstützt mich natürlich auch für den ganzen Gratis-Content, den du hier tatsächlich jeden Tag bekommst. Ah, für Kuchen braucht man Milch. Okay, ja, guter Punkt. Ja, kann man auch anders machen, ja, definitiv. Kann auch Wasser nehmen oder andere Dinge, aber dann nehmen wir halt Mandelmilch. Mandelmilch, ungesüßt, ohne Zucker, wäre dann noch die schlauste Variante, würde ich sagen. Genau. Wenn man die Mandelmilch selber macht, ich meine für Soßen oder mal Keto-Pancakes, ähnliches. Mandelmilch selber machen, okay, das klingt spannend. Das ist mir viel zu viel Aufwand, aber klingt sehr cool. Schickst mir mal was zum Probieren, würde mich freuen. Cool. Wow, ich komme hier überhaupt nicht hinterher. Ich habe Denise, danke für die Bestellung. Meine App ist hier noch offen, die ploppt immer auf, wenn jemand Ketone bestellt. So, ich glaube, ich bin durch auf Instagram. Jetzt gehen wir mal rüber auf TikTok. Hab doch 20.000 Schritte am Tag, vegane Ernährung und Zuckerverzicht, 53 Kilo abgenommen. Ja, herzlichen Glückwunsch, HelloFresh 2.0. Ja, bei veganer Ernährung immer nur Vorsicht, ja, kann man machen, wenn man möchte, aber da wirklich schauen, dass man genügend Nährstoffe hat. Okay, das gehört noch dazu, du nimmst seit einem Jahr Metformin, weil du Diabetes hast und dann hast du gut abgenommen. Sehr cool. Ja, genau, Insulinresistenz ist die Vorstufe von Typ 2 Diabetes. Genau, danke Anne-Christine. Das heißt, jahrelang, also sagen wir mal so, die Insulinresistenz geht dem Typ 2 Diabetes jahrelang voraus. 5 Jahre, 10 Jahre, manchmal sogar 15 Jahre hast du schon eine Insulinresistenz. Natürlich dann meistens ohne, dass du es weißt und dann erst landest du im Typ 2 Diabetes, weil Insulin ja dafür da ist, den Blutzucker lange stabil zu halten und irgendwann ist halt dann vorbei. Deswegen ist der Blutzucker halt auch kein Indikator, ob du eine Insulinresistenz hast oder nicht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Genau, es geht um Insulinresistenz. Bei mir ist Stress ein großer Faktor. Ich glaube, ich habe zurzeit trotz Ketone Heißhunger. Ja, Christine, so geht es mir manchmal auch. Bei mir ist auch Stress ein Riesenfaktor. Definitiv, ja. Stress ist halt interessant. Für manche reagieren auf Stress, dass sie gar nichts essen und dass sie dann hauptsächlich Adrenalin und Noradrenalin und so ausschütten. Die brauchen dann gar nichts zum Essen. Und dann gibt es die Leute, da gehöre ich auch dazu leider, die bei Stress halt eher mehr essen, Heißhunger haben, das Gefühl haben, sie brauchen auch mehr Carbs. Liegt einfach daran, weil Cortisol ja immer auch Insulin triggert. Ja, und die haben dann eben mehr das Problem mit der Cortisolausschüttung. Naja, und dann wissen wir alle, was dann passiert. Ja, aber da halt einfach schauen, dass man Stresslevel in den Griff kriegt, die Ketone weiter trinken, auch mal Dinge dazu nehmen, die dein Stresslevel auch noch senken, wie zum Beispiel Ashwagandha nutze ich da zum Beispiel am Abend, das ist für mich total cool. Oder halt auch stressreduzierende Maßnahmen mal machen, ja, auch mal eine Pause machen. Ich gehe zum Beispiel nachher in die Sauna, ich lege mich in die Sauna oder ich lege mich in die Sonne und gehe in die Sauna und ins Eisbad im Wechsel. Das ist für mich, das ladet meine Batterien 100% wieder auf. Ja, das mache ich 4 Stunden und dann bin ich wieder ein neuer Mensch, dass man sowas halt einfach auch mit einbaut. Carina sagt, meine Endokrinologin verzweifelt an mir, bekomme meine Werte nicht in den Griff, bin todunglücklich. Carina, dann würde ich sagen, schau mal wirklich, dass, du bist jetzt auf TikTok, da kannst du auch die Wiedergabeliste Insulinresistenz anschauen, aber besser und ausführlicher, weil da sind die Lives auch gespeichert und die Posts kannst du auf Instagram kommen, das Story-Highlight Insulinresistenz durcharbeiten, wie ich vorher gesagt habe, und dann lernst du, wie du aus deiner Insulinresistenz rauskommst, was zum Thema Ernährung, Bewegung, Schlaf, natürliche Supplemente, alles wichtig ist, um das Ganze umzukehren. Und dann wirst du bestimmt ein paar Tipps und Tricks finden, die du vielleicht noch nicht gewusst hast und die du auch noch nicht umsetzt. Und somit schaffst du es dann wirklich, die Insulinresistenz umzukehren. Okay. Ich glaube, ich bin erstmal durch die Fragen. Wenn noch welche offen sind oder ich jetzt Fragen übersehen habe, hey, könnt ihr gerne nochmal einfach hier reinschreiben, dann ist das absolut nicht böse gemeint, sondern einfach nur übersehen, weil es echt viel ist. Danke für deine wertvollen Beiträge. Ja, super gerne. Happiness Hamburg. Kann man Mönchspfeffer auch nehmen, wenn man stillt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ja, definitiv.
Aber ich würde es lieber nochmal abklären mit dem Arzt, ja, um sicher zu gehen, weil so eine bin ich tatsächlich nicht. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das nicht gut ist. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht alles und kläre es lieber nochmal ab. Der Blutzucker steigt bei mir auch bei einem hohen Stresslevel. Ja, klar. Nicht nur bei dir, Anna. Bei allen. Bei allen. Bei allen. Wo ist der Link zur Naturtreu? Im Linktree in meinem Profil. Wenn du auf mein Profil gehst, dann ist da so ein Link. Da steht auch Linktree. Patricia Luckner. Da gehst du drauf. Scrollst ein bisschen runter. Irgendwo in der Mitte hast du den Link zur Naturtreu. Und da steht dann auch mein Rabattcode mit dabei, den du gerne nutzen kannst. Wie ist es mit Datteln? Also ich liebe Datteln, aber das war nicht die Frage. Datteln heben leider deinen Blutzucker sehr stark an. Ja, Datteln sind Zucker, so Punkt. Also das heißt, wenn du Datteln isst, dann kannst du mal eine Dattel essen als Süßigkeit, aber wirklich nur eine und dann klug einsetzen. Bedeutet nicht alleine isoliert auf nüchtern Magen, sondern die Dattel in Kombination mit Fett und Eiweiß oder die Dattel ans Ende der Mahlzeit als Dessert. Weil dann steigt tatsächlich der Blutzucker weniger stark an, wie wenn du diese Dattel tatsächlich pur isst. Ja, schade, weil ich liebe Dattel. Und mein Geheimtipp, also wenn ihr ein geiles Dessert wollt, und auch mal wollt es oder mal in Ordnung seid, wenn der Blutzucker ein bisschen ansteigt, Dattel, eine Dattel und ein Stück Zartbitterschokolade. Diese Kombi zusammen im Mund ist für mich echt ein richtiger Food-Orgasmus, ich sag's euch. Mega lecker, ich liebe das. Also das gibt es hin und wieder mal als Dessert, aber halt super selten, weil Dattel hat halt einfach krass viel Zucker. Was nimmst du, Andi? Was genau meinst du, was ich nehme? Also täglich meine exogenen Ketone, täglich Supplemente. Du musst deine Frage ein bisschen spezifizieren, da kann ich gerne drauf eingehen. So, was können denn jetzt noch Gründe sein? Ich trinke mal einen Schluck, irgendwie ist meine Stimme heute nicht so am Start. Also, was haben wir noch für Gründe, warum du nicht abnimmst? Also, Insulinresistenz, da bin ich jetzt relativ schnell durchgerutscht. Was du damit, was du auch machen kannst, um sie zu besiegen, einfach aus dem Grund, weil ich tagtäglich drüber rede. Und weil du ja das Story-Highlight Insulinresistenz von A bis Z durcharbeiten kannst und dann weißt du alles, was du wissen musst, um deine Insulinresistenz zu besiegen. Aber ein Grund, warum du nicht abnimmst, wir haben es schon gesagt, Ann-Christine hat es, glaube ich, als erstes angesprochen, Stress. Ist gerade auch bei mir ein Riesenthema. Ich esse gerade super clean, wirklich, wirklich, auch kalorientechnisch eigentlich meistens nicht zu viel, ja, es gibt natürlich Ausnahmen, aber eigentlich sollte ich ein bisschen abnehmen im Moment. Ist aber echt nicht gut der Fall gerade, deswegen habe ich jetzt auch mal gefastet, dass man meinen Körper auch mehr reinigt, aber der Stress, der macht echt viel aus. Der Stress sorgt dafür, dass es ansetzt, der Stress, deswegen heißt ja auch Stressbauch, ja. Ganz viele haben einen Stressbauch, die nehmen nicht zu und kriegen einen Bauchfett, weil sie halt zu viel essen und weil sie sich nicht bewegen, sondern weil sie halt einfach zu viel Stress haben. Das heißt, Stress ist das so, so, so wichtig. Da geht es auch immer wieder bei mir auf dem Profil darum. Schau dir gerne auch, wenn du ein Thema damit hast, mein Story-Highlight zum Thema Stress mal durch. Auch da arbeite ich das Schritt für Schritt durch und schau, dass du gut, so gut wie es geht alles umsetzt. Und ich weiß, hey, ganz ehrlich, in der Theorie wissen wir es alle, wie du deinen Stress reduzieren kannst, oder? Die Praxis ist halt echt richtig hart, oder? Also mir geht es zumindest so, weil ich arbeite gerade viel, ich möchte vielen Menschen helfen, ich habe immer 1000 Nachrichten, die möchte ich natürlich alle abarbeiten. Ich habe neue Teampartner, die bei mir einsteigen, die ich coache, die ich onboarde, mit denen ich Calls mache. Ich habe das große Team, für die ich teilweise auch noch Trainings mache. Ich habe wahnsinnig viel zu tun gerade. Ich liebe das und ich fühle mich auch nicht gestresst. Gar nicht. Ich bin echt, ich finde es mega. Aber natürlich, für meinen Körper ist es Stress, weil ich die ganze Zeit vor Blaulicht bin, die ganze Zeit diese Flut an Nachrichten, ich gehe von einer Nachricht zur anderen, versuche jedem zu helfen. Natürlich ist das irgendwie Stress für den Körper. Und wenn du das mehrere Stunden am Tag machst, eine Stunde jeden Tag live gehst, 1000 Calls hast und immer vor Blaulicht bist, egal ob jetzt Tablet, Laptop, Handy, wurscht, Blaulicht ist Stress für den Körper. Und das halt auch abends noch. Ja? Ich lege ja nicht um 5 mein Handy weg und sage so, servus Leute, ich bin jetzt weg. Also das mache ich hin und wieder, ja, muss ich. Aber das mache ich nicht jeden Tag und das ist halt einfach ein Problem für mich. Und dann habe ich halt, du musst wirklich, also so mache ich das jetzt, mein Tipp, bau dir in deinen Alltag oder arbeite mit einem Kalender. Egal, ob du jetzt freiberuflich arbeitest, ob du selbstständig bist oder ob du angestellt bist, bau dir deine stressreduzierenden Maßnahmen in deinen Kalender ein. Sei es Yoga, Training, was auch immer,
spazieren gehen, ein gutes Buch lesen. Nimm dir da Zeit dafür, in die Sauna zu gehen, zu meditieren, Atemübungen zu machen, Breathwork. Nimm dir dafür aktiv Zeit und trag dir das in den Kalender ein. Und wenn du eine Familie hast, die dich dann aber das nicht machen lässt, weil sie was von dir braucht, dann mach das klar auch mit deiner Family. Hey Leute, hier ist meine Stunde und die brauche ich auch, weil sonst kann ich nicht mehr so lang und gut für euch da sein, wenn ich mein Stresslevel nicht in den Griff kriege. Und so mache ich es auch. Also alles, was nicht in meinem Kalender steht, da komme ich auch nicht dazu. Weil mein Tag ist zack, zack, zack. Und dann, wenn der Tag passiert, dann habe ich weder trainiert, noch habe ich Yoga gemacht, noch habe ich Breathwork gemacht, noch habe ich eine Meditation gemacht, noch bin ich spazieren gegangen. Und deswegen muss ich mir das eintragen und dann mache ich auch das, was im Kalender steht. Also das hilft mir. Und jetzt sagst du, oh mein Gott, das ist viel zu freaky, viel zu viel Struktur. Du findest vielleicht einen anderen Weg für dich, aber das ist der, so wie es mir hilft, mein Stresslevel zu reduzieren, dass ich eben wie heute, ist Sauna blockiert, 4-5 Stunden und da werde ich dann auch nicht arbeiten in der Zeit. Punkt. Und das hilft mir, mein Stresslevel zu reduzieren. Ja, so viel zu Stress. Du sagtest, nie Obst pur essen, also immer in Kombi mit Joghurt. Oder was genau meinst du? Genau, ich sage immer, Sarah, Obst nie nackt essen. Dazu meine ich halt, nie, oder damit meine ich nie isoliert auf nüchtern Magen. Das bedeutet, du möchtest einen Apfel essen. Wenn du den Apfel pur isst, dann schießt dein Blutzucker richtig stark hoch. Wenn du den Apfel aber jetzt kombinierst mit Fett und Eiweiß, zum Beispiel einen halben Apfel dir klein schneidest, mit einem griechischen Joghurt, Leinsamen, Hanfsamen dazu, wird der Blutzucker wahrscheinlich nur um die Hälfte steigen, als wie wenn du den Apfel pur essen würdest. Wenn du den Apfel jetzt aber auch ans Ende der Mahlzeit packst als Dessert, also wirklich am Ende isst, gleich im Anschluss als Dessert, steigt der Blutzucker auch weniger stark an, wie wenn du diesen Apfel alleine isst. Das heißt, ich will dir nicht einreden, dass du dein Leben lang auf Obst verzichten sollst oder dass du komplett auf Obst verzichten musst, um deine Insulinresistenz zu besiegen, aber setz es klug ein und genieß es in Maßen, sei dir bewusst, es ist ein Dessert, es ist eine Süßigkeit. Die einzige Ausnahme sind vielleicht Beeren, ja? Also Blaubeeren, Heidelbeeren ist das gleiche, Himbeeren, was gibt's noch, Brombeeren, auch ein paar Erdbeeren jetzt im Sommer, eine kleine Menge. Kannst du sogar teilweise zum Frühstück essen mit griechischem Joghurt, Leinsamen, Hanfsamen, Beeren. Ist tatsächlich ein ketokonformes Frühstück auch, wo du sagen kannst, da wird der Blutzucker nicht so stark ansteigen, da bin ich länger im Fettstoffwechsel und ich gehe halt nicht gleich morgens auf die Blutzuckerachterbahn. Das heißt, ich bin niemand, der sagt, hey, lass das Obst weg. Aber ich sage, hey, pass auf, du musst nicht 5-mal am Tag Obst essen. Das ist völliger Bullshit. Ein Stück Obst am Tag reicht, ein halbes reicht vielleicht auch. Oder halt sonst Beeren oder Obst, das halt wenig Fruchtzucker hat. Genau. Da war jetzt auch auf TikTok einiges zum Thema Obst. Schauen wir gleich rüber. Super als Alleinstehende. Mein Arbeitgeber wird sich freuen. Weiß ich gar nicht, auf was das bezogen war. Banane mit Erdnussbutter ist zum Beispiel auch besser als nur Banane für den Blutzucker. Definitiv, Banane ist natürlich grundsätzlich Katastrophe für deinen Blutzucker, ja. Also Banane würde ich wirklich nur, also eine halbe Banane maximal und dann würde ich dann nicht nur die Erdnussbutter dazu nehmen und dann halt wenn, vielleicht Erdnussmus, ja, und keine Erdnussbutter, weil der Erdnussbutter ist ja auch wieder Zucker, außer du kaufst eine ohne Zucker, da muss man wirklich aufpassen. Oder Mandelmus oder so, definitiv wird der Blutzucker weniger stark ansteigen, super. Ich bin auch gerade am Abnehmen, habe im Moment Stillstand auf der Waage. Was kann ich tun? Naja, also Gartenbaulord 189, was für ein Name. Also da kann man jetzt auch sehr weit ausholen, ja. Das kann natürlich zum einen sein, dass immer noch eine Insulinresistenz da ist, dass du auch eben zu viel Stress hast und die anderen Gründe, die wir jetzt gleich noch nennen, die auch bei dir alle treffen können. Oder du hast halt einfach gerade ein Plateau, also ein Abnehmen-Stopp. Was völlig normal ist. Es sollte jeder nach 10% deines Körpergewichts, das du abgenommen hast, du wiegst 100 Kilo, hast 10 Kilo abgenommen, solltest du eine Haltephase einbauen. Das wissen die wenigsten, das macht doch keiner, weil jeder will schnell, schnell abnehmen. Aber das ist einfach Blödsinn, wenn du das nicht machst. Weil zum einen können die Entzündungen nicht reduziert werden. Wenn du weiterhin abnimmst, entstehen immer mehr Entzündungen. Du musst erstmal einen Stopp machen, um die Entzündungen reduzieren zu können. Und zweitens, um deinen Hormonen Zeit zu geben, auch wieder nachzukommen, sich wieder zu regulieren. Vor allem Leptin, Ghrelin sind da im Spiel, Hunger- und Sättigungshormon, vor allem Leptin. Das muss auch immer wieder klarkommen. Das heißt, wenn du dann diese Haltephase nicht einhältst, von dir aus, und sagst, jetzt esse ich so, dass ich mein Gewicht erhalte und nicht noch weiter abnehme, dann hast du ja das Problem, oder was heißt das Problem? Das ist gut, der Körper nimmt sich die Haltephase dann selbst. Das heißt, das kann mit dir auch gerade der Grund sein. Das heißt, dann zwing den Körper nicht noch weniger zu essen, ja, damit es wieder weitergeht, sondern halte diese Haltephase ein und fang dann einfach wieder erneut an. Ja, das ist so wichtig, das machen die wenigsten. Ja. Was essen Sie so meisten? Ivana, was ich immer so esse? Also ich esse ganz gerne, im Moment gerade lasse ich Milchprodukte weg. Das ist so ein Test gerade.
Ich esse halt ganz viel Gemüse. Gemüse, 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 gesunde Fette. Olivenöl ist in jeder meiner Mahlzeiten irgendwie ein bisschen mit dabei. Avocado mag ich auch gerne. Eier natürlich. Hin und wieder auch ein gutes Stück Fleisch. Grasgefüttertes Weidefleisch. Bin ich nicht abgeneigt. Solche Dinge esse ich super gerne. Ja, was haben wir noch? Und mein Kind sage ich dann auch, dass ich mal 4 Stunden weg bin. Da muss man sich halt organisieren und musste halt einen Babysitter holen. Also Nicole, ich finde mal, es gibt nichts, was es nicht gibt, ja. Ich meine, du hast ja auch mal Tage, wo du frei hast, ja. Dein Arbeitgeber wird sich freuen, wenn du 4 Stunden in die Sauna gehst. Naja, dann, wie gesagt, nimm dir frei und bau das aktiv ein. Und auch wenn du Kinder hast, ich habe keine Kinder, ich rede mich leicht, kein Thema, ja. Aber ich habe auch Freundinnen mit Kindern, die kriegen das auch hin. Da musst du dir halt einen Babysitter mal besorgen, mal für ein paar Stunden. Du musst dich einfach auch um dich selbst kümmern, weil du machst es ja auch für dein Baby, ja, für dein Kind. Das heißt, je besser es dir geht, desto besser kannst du dich auch um die Menschen kümmern, die du liebst. Das ist immer meine Devise. Und alles andere, es ist zu stressig, ich kann nicht und das geht nicht. Das sind immer nur Ausreden. Das heißt, versuch wirklich, dass du dich auch um dich selbst kümmerst. Das kann ich zum Thema Stress einfach nur sagen. Gibt es Tricks zur Einnahme von Omega-3? Ich habe das Problem, dass ich Kapseln den ganzen Tag schmecke oder ständig aufstoßen muss. Das ist mir unangenehm, dass ich sie meide. Okay, krass. Also die Frage, was nimmst du für ein Produkt, Anna? Weil wenn du ein gutes Produkt nimmst, sollte es eigentlich nicht passieren. Vielleicht ist es bei dir wirklich ein Sonderfall. Also ich habe zum Beispiel die veganen Kapseln, die Algenölkapseln von Norsan und da hat man das absolut nicht. Auch die normalen Fischkapseln von Norsan sind nicht so, dass man aufstoßen muss grundsätzlich. Natürlich, jeder reagiert anders. Würde ich mal, wenn das mit den Fischkapseln von Norsan ist, würde ich mal die Algenkapseln probieren. Und dann kannst du halt das Öl auch nehmen. Ja, dann nimmst du halt das Öl, vielleicht ist es da anders. Ansonsten halt das Öl dann womit einmischen, also in deinen Proteinshake oder meinetwegen auch in die Ketone mit rein oder so irgendwas, was flüssig ist oder in Joghurt mit rein. Das Öl von Noasan, egal ob Fisch oder Alge, ist auch vom Geschmack nicht so ekelhaft, ja. Und das heißt, eigentlich ist ein Zeichen, wenn das passiert bei Omega-3-Kapseln, dass du das schmeckst und dass das wirklich ekelhaft ist. Das ist kein qualitativ hochwertiges Zeugs, ja. Wenn ihr das jetzt wirklich anhört, kannst du mir gerne nochmal direkt schreiben über WhatsApp, wenn dir das bei Noasan passiert, dann ist es wirklich, dann bist du da wahrscheinlich überempfindlich und dann würde ich sagen, probier mal die Algenkapseln und sonst halt das Algenöl. Kann ich bestätigen, mit dem Apfel messe mein Blutzucker mit dem Freestyle Libre. Ja, Tina, das ist cool, dass du das sagst. Genau, das kann ich wirklich eben nur empfehlen. Blutzucker einfach mal messen für sich selbst, so einen kontinuierlichen Blutzucker in den Arm mal packen. Dann hast du immer Verbindungen mit dem Handy und kannst gucken, was die Blutzuckerkurve macht. Du kannst schauen, wie die diversen Lebensmittel auf deinen Blutzucker reagieren und da kannst du so viel lernen. Ich habe eine Freestyle Libre 3 auch immer. Den kannst du entweder direkt beim Hersteller kaufen online oder auch über die Hello Inside App. Dort hast du nämlich, also die verschicken auch den Freestyle Libre 3, dort hast du nochmal massig mehr Infos zum Thema Blutzucker, da kannst du auch ganz, ganz viele Sachen drüber lernen und kann ich wirklich nur empfehlen. Da hast du auch den Link in meinem Profil tatsächlich dazu. So habe ich verstanden, was meinen Blutzucker negativ beeinflusst. Genau, sehr cool. Und ich finde es immer viel besser, Tina, das kannst du bestimmt bestätigen, ist sehr schön und gut, wenn ich dir erzähle, was passiert, wenn du das und das isst, aber wenn du es mal schwarz auf weiß bei dir selber siehst, in dem Fall rot auf grün oder wie auch immer, dann glaubst du es ja viel leichter, aber ich kann dir ja viel erzählen. Das heißt, schau einfach mal selber und vor allem, es ist nicht bei jedem gleich. Ja, bei mir schießt es vielleicht hoch mit Apfel, bei dir geht es vielleicht nur auf 120 und es ist gar nicht so schlimm, wenn du einen Apfel isst. Ja? Das heißt, jeder reagiert einfach anders auf diverse Lebensmittel. Ich habe herausgefunden, bei mir schießt der Blutzucker bei Kirschtomaten richtig hoch, also bei diesen kleinen Cocktailtomaten. Die haben halt viel mehr Zucker als auch zum Beispiel so eine große Fleischtomate. Die schmecken halt auch besser, deswegen klar. Da schießt mein Blutzucker hoch. Ich habe es gemerkt, weil ich Burrata gegessen habe. Burrata auf Rucola, Tomaten, nur mit Apfelessig und nur mit Olivenöl und Gewürzen. Nichts drin, was den Blutzucker in irgendeiner Weise nach oben schießen würde. Ich war trotzdem bei 160 mit dieser Mahlzeit und dachte mir so, holla die Waldfee, was ist denn hier passiert? Die Tomaten. Und das wird vielleicht bei der Tina, wenn die das macht, vielleicht gar nicht so sein. Also das ist komplett unterschiedlich, ja, total individuell. Entschuldigung. Was ist denn los heute? Geht auch normaler Joghurt oder Magerquark Natur oder muss es griechischer Joghurt sein? Naja, ich empfehle immer den griechischen Joghurt, weil Joghurt, warum? Weil fermentiert. Quark ist nicht fermentiert, das heißt, der ist für die Insulinrezeptoren ein bisschen vorteiliger als Quark zum Beispiel. Und der griechische Joghurt, weil der normale Joghurt hat mehr Zucker. Griechischer Joghurt hat mehr Fett, weniger Zucker. Deswegen bin ich beim griechischen Joghurt gelandet. Aber du kannst natürlich für dich nehmen, was du magst. Das sind die Vorteile und dann kannst du für dich entscheiden, wie du es machen magst.
Ich liebe übrigens auch den Ziegenjoghurt, gibt es bei uns von Andexa, einen richtig leckeren Ziegenjoghurt. Aber ich verzichte gerade wirklich auf Milchprodukte, das heißt, für mich ist gerade Joghurt nicht drin. Außer Kokosjoghurt habe ich gestern eingekauft. Hey Sophie, alter Schwede, ist der eklig. Ich habe ganz viel Keto-Cream mit rein, ich habe Chiasamen mit rein, ich habe Nüsse mit rein und dann konnte ich ihn einigermaßen essen. Also ich frage mich, wie die Veganer, was die denn essen, weil es ist echt nicht geil, dieser Kokosjoghurt. Aber es gibt mehrere Marken, ich probiere mich da jetzt einfach mal durch. Es ist eine Sache von Disziplin, mehr nicht. Wenn man es wirklich will, dann schafft man es. Kevin, da warst du wahrscheinlich am Anfang nicht dabei vom Live, eben nicht, ja. Weil wenn es so einfach wäre, wenn man nur diszipliniert sein müsste, im Kaloriendefizit essen, sich bewegen, dann wären wir wahrscheinlich alle gesund und alle schlank. Sind wir aber nicht. Das haben ganz viele Menschen einfach ein Problem abzunehmen. Und wenn die wirklich alles versucht haben, wirklich wochenlang, monatelang im Kaloriendefizit essen, diszipliniert sind und stark sind, gegen ihre Blutzuckerachterbahn ankämpfen, auch dann kann es sein, dass es nicht klappt mit dem Abnehmen. Kann eben, wie gesagt, Grund Insulinresistenz, Grund Stress und drei weitere habe ich hier noch, die auf dem Zettel. Die gehen wir jetzt auch gleich noch schnell durch. So sieht's aus. 3 Kilo verloren. Yay! Herzlichen Glückwunsch, der Gartenbaulord. Ins Defizit gehen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, wie gesagt, wenn es so leicht wäre, dann hätte ich keinen Job. Von dem her, für viele funktioniert es leider nicht. Ja, das ist natürlich die einfache Rechnung. Kaloriendefizit braucht zum Abzunehmen, da braucht man nicht drüber reden, ganz klar. Aber ganz vielen funktioniert es halt nicht. Ja, deswegen muss man da ein bisschen tiefer graben. Anna sagt, ich habe 4 Kinder, 2 Hunde, 2 Katzen, arbeite und habe trotzdem Freizeit für mich. Ich nehme sie mir, weil ich sie brauche. Danke, Anna. Da muss ich jetzt nicht mehr dazu sagen, finde ich genial. Wer nichts verändert, kann auch nichts erwarten, dass sich nichts ändert, verbessert. Der Körper zeigt es einem ja deutlich, deine Ernährung ist falsch. Ist falsch. Ja, richtig, so sieht es aus. Danke, ihr seid echt mega. Ja, ihr könnt eigentlich mal live hier für mich übernehmen, das ist spitzenmäßig. Ich brauche gar nichts mehr sagen, weil es ist einfach. Schafsmilchjoghurt, ja, ist auch eine coole Sache. Peter, Matt, irgendwas will in mein Live. Ich glaube, das war ein Versehen. Jetzt habe ich noch eine Frage hier. Oh, wie stehst du zu Honig? Ich sag mal genauso wie zur Dattel vorher. Also eigentlich nicht ganz so schlimm, weil Honig fehlt mir nicht, die Dattel fehlt mir schon. Der Honig ist auch nichts anderes als Zucker. Ja? Und die ganzen guten Stoffe, die jemand sagt, die immer im Honig sind, warum man Honig essen soll, die kannst du dir auch woanders holen. Das heißt, Honig ist was, was du nicht brauchst in deinem Leben. So. Wow, Marie sagt, ich habe mit den exogenen Ketonen bis jetzt 50 Kilo abgenommen. Glückwunsch, richtig genial. Ich hoffe, du hast natürlich die richtigen von Prubit. Ich weiß gar nicht, bist du von mir eine Kundin oder bist du eine Kollegin? Wer auch immer du bist, mega genial und wir schicken dir Herzen, weil das ist echt eine sehr gute Leistung. So, was haben wir noch für Gründe, warum Leute nicht abnehmen können? Also, meine Stimme nervt mich heute echt. Sorry dafür. 6 Kilo hatte Tina schon verloren und 5 cm Bauchumfang, seit ich die Ketone nehme. Ja, ihr seht schon hier, mega. Nochmal jetzt für alle, die Ketone nicht kennen, die vielleicht vorher noch nicht mit dabei waren. Also, exogene Ketone sind kein Wunderabnehmmittel, absolut nicht, aber sie helfen dir, einen gesünderen Lifestyle einfacher umzusetzen, weil sie dir mehr Energie geben. Mehr Ketose hast du mehr Fokus, du hast mehr Energie. Du hast eine erhöhte Fettverbrennung mit gleichzeitigem Muskelschutz, aber auch besseren Schlaf, bessere Haut, bessere Verdauung. Dein Blutzucker wird reguliert, Entzündungen im Körper werden reduziert. Und diese Vorteile in Ketose, die helfen dir halt auch, einen gesünderen Lifestyle an den Tag zu legen. Bedeutet, wenn du mehr Energie hast, machst du dich automatisch mehr bewegen. Hey Marie aus dem Team, sehr cool, freut mich. Du möchtest dich automatisch mehr bewegen, wenn du besser schläfst, ja. Ketonkörper verlängern deine Tiefschlafphase. Das ist phänomenal. Wir haben vorher das Thema Schlaf schon besprochen. Kann auch ein Grund sein, schlechter Schlaf, warum du nicht abnimmst, weil schon eine Nacht schlechten Schlafs verschlechtert deine Insulinsensitivität um ganze 30%. Bedeutet, wenn du halt ein Schlafproblem hast, zu wenig schläfst oder nicht genug qualitativ hochwertigen Schlaf hast, nicht genügend Tiefschlafphase, dann hast du halt ein riesen, riesen, riesen Problem. Und dann kann das so viele Baustellen im Körper weiter forcieren und anzünden sozusagen. Das heißt, wenn du da was hast, was deine Tiefschlafphase verlängert, ist das natürlich ein schöner Segen. Ne? Dann der größte Punkt, um den es ja bei mir immer geht, mit Insulinresistenz, die Blutzuckerregulierung. Und das ist auch enorm. Ja, du kannst natürlich mit deiner Ernährung deinen Blutzucker stabil halten, aber erstmal, um dahin zu kommen, so eine Ernährung durchzusetzen für dich, wenn du die Ketone hast, die den Blutzucker auch noch senken und dir somit einfach den Heißhunger nehmen, hey, dann hast du einfach schon mal die halbe Miete. Ja? Weil das ist, glaube ich, das größte Problem beim Abnehmen, oder? Also schreib mal gerne eins in die Kommentare, wir hatten das ja vorher schon, wer das kennt, dass er ständig Heißhunger hat.
Und das ist das einfach Schwerste, dagegen anzugehen. Und wenn du dieses Problem für dich schon mal gelöst hast, ist das natürlich die halbe Miete. Ja? Trotzdem musst du natürlich dich weiter gesund ernähren, dich weiter einfach um deinen Körper kümmern, deinen Schlaf verbessern, Krafttraining machen. All das gehört natürlich immer noch dazu. Ja? Du kannst nicht glauben, du trinkst exogene Ketone und nimmst auf unsere Weise ab. Und wenn dir das irgendwer erzählt, dann bitte ganz schnell weglaufen, weil das ist nicht so. Bei manchen funktioniert das komischerweise. Die fangen an, Ketone zu trinken, die trinken mehr Wasser und die nehmen plötzlich ab. Und ich denke mir so, voll mies, weil bei mir funktioniert es leider nicht. Also da gehört einfach ein bisschen mehr dazu. Aber cool, danke fürs Feedback, Tina. Das ist halt richtig, richtig genial. Vorher ging trotz Disziplin nichts. Ja, das ist genau das, was ich sage. Es liegt nicht immer nur daran, dass wir zu wenig Disziplin haben. Es ist die Insulinresistenz. Ja, ohne Insulinresistenz oder mit Insulinresistenz ist es verdammt schwer abzunehmen. Kann man denn Ketone nehmen, auch wenn man stillt? Also grundsätzlich kannst du das mit deinem Arzt abklären. Der Arzt wird halt wahrscheinlich die Ketone nicht kennen und sich vermutlich auch keine Zeit für dich nehmen, das sich mit dir anzuschauen, was da drin ist, weil dann würde jeder Arzt hier springen und sagen, geil, was ist denn das für ein geniales Zeug? Aber ich kenne viele Kolleginnen, viele Kundinnen, die nehmen es auch während sie stillen. Das heißt, wenn du die Ketone vorher schon genommen hast, wenn du sie kennst, dann sowieso weiternehmen sollte gar kein Thema sein. Wenn du jetzt wenn du quasi neu startest und stillst, dann ist es nur wichtig für dich zu wissen, und das gilt jetzt nicht nur für die exogenen Ketone, sondern immer. Wenn du stillst, solltest du kein Fett verlieren, solltest du nicht versuchen abzunehmen, weil wenn du abnimmst, wenn du Fett reduzierst, dann ist es so, dass Giftstoffe entstehen, dann entstehen Entzündungen im Körper und diese gehen natürlich weiter in die Muttermilch. Das heißt, wenn du stillst, bietet es sich ja an abzunehmen, weil du ja einen höheren Kalorienbedarf hast. Du hast einfach mal 500, 600 Kalorien mehr, die du verbrennst, wenn du stillst. Das ist enorm, das ist richtig krass und die meisten freuen sich und sagen, geil, jetzt kann ich abnehmen, wenn ich still. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Ja? Das heißt, wenn du da Ketone einsetzt, dann schau, dass du genügend isst. Natürlich nicht genügend Schrott isst, sondern wirklich einfach genügend Gemüse, gesunde Fette, genügend Eiweiß, gute langkettige Kohlenhydrate. Damit meine ich nicht Vollkornscheiß, sondern damit meine ich tatsächlich Süßkartoffel, Hülsenfrüchte, stärkehaltiges Gemüse, Quinoa. Das sind gute Kohlenhydrate. Genau. So, ihr Lieben, was haben wir noch? Hatte mit Ketonen nicht mehr. Mit Ketonen nicht mehr. Okay. Hier werden schon Leute unter mein Live verlinkt. Danke, Sophie. Finde ich mega. Auf ihren Link klicken. Ja, super, ihr macht hier schon meine Arbeit. Herzlichen Dank, das finde ich echt spitzenmäßig. Ich habe noch eine Frage bekommen. Okay, meine Frage erübrigt sich. Könntest du bitte kurz was zu Ketonen sagen? Genau, habe ich ja eh gerade schon. Was möchtest du noch mehr wissen? Das war jetzt eine Frage aus dem Fragetool. Übrigens, danke für dieses vorbildliche Nutzen dieses Fragetools. Peronai ist es. Ich sehe ja immer nur den Benutzername. Was du noch wissen willst, gerne noch fragen. Wenn du mehr erfahren möchtest zu den exogenen Ketonen, kannst du immer in den Linktree gehen. Der allererste Link, der führt direkt in mein WhatsApp. Der Text für die Ketone ist schon vorgefertigt sozusagen. Der steht da schon. Ich habe es euch leicht gemacht. Schreib gerne auch deinen Namen dazu. Schreib dazu, dass du hier mit dem Live warst. Dann schicke ich dir gerne erstmal mehr Infos zu den Ketonen. Da kannst du mich auch alles fragen, was du noch wissen willst, was jetzt hier vielleicht nicht beantwortet wurde. Und dann schicke ich dir gerne auch den Shop-Link zu. Wir haben gerade ein cooles Angebot, mega genial für neue Kunden. Es gibt sogar eine Flasche, so ein Shaker für 5 Euro nur dazu. Also richtig genial, rentiert sich gerade auf jeden Fall. Dann schicke ich dir gerne auch natürlich den Shop-Link hinterher. Bedeutet, also Link für mein Profil, allererster Link, dann schicke ich dir mehr Infos. Du kannst auch auf den zweiten Link gehen, dort kannst du dich selbst informieren und selbst durchklicken. Sollte auch alles so hoffentlich beschrieben sein, dass du gut bestellen kannst, dass du dich auskennst. Hey, wenn du eine Frage hast, jederzeit aufs WhatsApp-Zeichen gehen. Dann helfe ich dir weiter. Genau, so sieht's aus. Achso, ich habe die Frage begonnen zu beantworten, als du die Frage abgeschickt hast. Ja, cool, perfekt. Aber komm gerne einfach in den Linktree im Profil, erster Link, dann kriegst du natürlich alle Infos, die du brauchst zu den exogenen Ketonen. Was kann jetzt noch ein Grund sein, warum man nicht abnimmt? Ich gehe da jetzt schnell noch drüber, weil jetzt haben wir gar nicht mal so viel Zeit. Wir sind schon fast eine Stunde live hier. Schlechter Schlaf haben wir schon gesagt, ja. Also wir haben Insulinresistenz, Stress, schlechter Schlaf. Dann aber natürlich auch generell die Hormone, ja. Nicht nur Insulin. Insulin ist ja unser fetteinspeicherndes Hormon, sondern auch alle anderen Hormone, ja. Da kann ganz viel durcheinander sein. Eben wenn man abgenommen hat, können die Hormone leicht mal, wenn man die Haltephase dann auch wieder nicht einhält, aber auch die Geschlechtshormone und so weiter, das führt dann zu Schilddrüsenproblemen. Und das ist einfach auch der letzte Punkt. Wenn deine Schilddrüse nicht ordentlich funktioniert, kannst du auch nicht abnehmen. Und viele haben eine Schilddrüsenunterfunktion, nehmen L-Tirox. Und wenn ich dann frage, okay, was haben wir denn getestet oder welche Werte sind denn getestet worden bei deiner Schilddrüse, dann kommt irgendwie gefühlt, ja, das sind natürlich nur meine Zahlen, die ich so gefühlt merke mit Leuten, mit denen ich rede, zu 90% ja nur der TSH-Wert.
Okay, aber das hilft halt nichts. Wir brauchen auch den FT3 und den FT4, die getestet werden müssen, damit du sehen kannst, ob du wirklich, also was wirklich deine Schilddrüse macht. Und deswegen ganz, 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 ganz wichtig, einfach zu schauen, dass deine Schilddrüse ordentlich eingestellt ist. Wenn du Medikamente bekommst, nur auf Basis des TSH-Wert kannst du eigentlich sagen, das ist nicht ganz akkurat, da fehlt irgendwas. Man muss auch den FT3 und man muss den FT4 anschauen. Das nur als Tipp für alle, die Schilddrüsenprobleme haben, die vielleicht schon, ja, definitiv irgendwie merken, sie können nicht abnehmen und nehmen schon Schilddrüsenmedikamente. Schau nochmal auf dein Papier, was ist denn gecheckt worden für deine Schilddrüse. Ich komme mit Linktree und LinkMaid nicht klar. Sophie, das ist überhaupt nicht schlimm, weil im Prinzip ist es ja das Gleiche. Du kannst entweder das eine oder das andere nutzen oder das eine in den anderen reinmachen. Schau gerne mal, wie ich es gemacht habe in meinem Linktree, dann hilft dir das vielleicht. Genau. Menopause, sagt die Tina, noch ein Grund, warum er nicht abnimmt. Ja, für viele ist das halt dann auch die Ausrede, ja, jetzt klappt ja jetzt nichts, weil ich bin ja jetzt in der Menopause. Aber grundsätzlich heißt es nicht, dass deine Menopause schlecht laufen soll oder dass es dir schlecht geht in der Zeit. Das muss nicht sein. Das kann dir genauso gut gehen und du kannst es auch genauso in der Zeit abnehmen, wenn alles im Körper okay ist. Ne? Und das ist halt immer so die Sache. Danke dir, werde ich machen. Juhu, freut mich. Da freue ich mich auf deine Nachricht. Ja, und das sind alles Gründe, warum man nicht abnehmen kann. Das heißt, wenn du jetzt wirklich hier stehst und dir denkst, okay, wo fange ich an? Also, ich würde auf jeden Fall mal messen, hast du eine Insulinresistenz? Schauen, wenn du Schilddrüsenthematiken hast oder auch mal die Schilddrüse durchchecken lassen. TSH, FT3 und FT4 müssen gemessen sein. Für die Insulinresistenz den HOMA-Index messen lassen. Und dann lernst du bei mir wirklich Schritt für Schritt, was du tun kannst, um deine Insulinresistenz zu besiegen in puncto Ernährung, Bewegung, Schlaf, natürliche Supplemente. Wenn du das alles einsetzt, dann wird es auch funktionieren, Schritt für Schritt. Und dann deinen Schlaf natürlich noch anschauen, klar. Schauen, was machen vielleicht andere Hormone, da auch mal ein Profil nehmen lassen und dann bist du echt auf einem super guten Dampfer und dann halt auch Geduld haben mit deinem Körper. Ja, nicht erwarten, dass das jetzt in 2 Wochen, in 2 Monaten geregelt ist. Alles ist supidupi, wir nehmen ab, wir werden dünn, wir werden gesund. Das wird nicht funktionieren. Es kann sich über Jahre ziehen, bis sowas wirklich wieder in Ordnung gebracht wird. Ja. Und sei wirklich geduldig mit deinem Körper und fang auch an, wenn du das noch nicht machst, wirklich gut mit dir selbst zu sprechen. Weil wenn du dich jedes Mal in den Spiegel anschaust und dir denkst, boah, was für eine fette Kuh und ich bin so hässlich und oh mein Gott, mir gefällt gar nichts, dann wirst du halt auch, hast du eine mentale Blockade, kannst deswegen auch nicht abnehmen, ja. Das heißt, fange an, dich einfach selbst anzunehmen, so wie du bist und gut mit dir zu sprechen, hat ganz viel mit Thema Selbstliebe zu tun. Das heißt, das gehört einfach auch noch mit dazu, ja. Das ist so, 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 so wichtig. Genau. Ich würde sagen, perfekt auf 1 Stunde getimt. Wer jetzt noch Fragen hat, natürlich gerne im Nachgang unter das Live. Ich speichere es ab als IGTV. Man kann es dann im Nachgang nochmal anschauen. Es wird später auch hochgeladen auf YouTube. Es wird später hochgeladen auf Facebook. Wer jetzt kein Instagram hat und vielleicht auf TikTok dabei ist und es nochmal anschauen möchte, gar kein Thema. Ich freue mich, wenn du mir natürlich folgst, falls das noch nicht passiert ist, aber auch wenn du deine Menschen unter meine Inhalte verlinkst. Das heißt, wenn du hier jetzt in dem Live was gelernt hast, was für dich Mehrwert war, was neu war für dich, wo du sagst, wow, das hat mir echt geholfen, kannst du damit auch anderen Menschen helfen und einfach diese Inhalte teilen, damit auch ihnen geholfen werden kann. Weil so viele Menschen irren da draußen im Dunkeln mit einer Insulinresistenz, mit diversen anderen Problemen, wissen gar nicht, was sie haben, wissen nicht, was der Grund ist, dass sie nicht abnehmen können, essen vielleicht noch mehr im Kaloriendefizit und verknechten ihren Körper, setzen den Körper in eine Hungersnot, machen damit sich selbst den Stoffwechsel ihr ganzes Leben kaputt. Und das möchte ich einfach vermeiden. Ich möchte wirklich, dass jeder da draußen versteht, dass du mit deiner Gesundheit maßgeblich deinen Lebensstil beeinflussen kannst und dass wir einfach rauskommen aus der Insulinresistenz, ja, dass unsere Gesellschaft eben die Pandemie der Insulinresistenz besiegen kann, weil sonst haben wir in der nächsten, übernächsten Generation spätestens nur noch Diabetiker und ich glaube, das möchte kein Mensch, außer vielleicht die Pharmafirmen, weil die können damit Geld machen. Verstehe das noch nicht, wenn bei Typ 1 Diabetiker Ketone im Urin hat, ist das doch schlecht. Grundsätzlich sind Ketone im Urin nicht schlecht, auch nicht beim Typ 1 Diabetiker. Heißt ja nur, die werden ausgeschieden, weil sie nicht genutzt werden. Beim Typ 1 Diabetiker, wo man aufpassen muss, dass der nicht in eine Ketoazidose rutscht, aber das tut er nicht automatisch, nur weil Ketonkörper im Urin drin sind. Ja? Das heißt, da dann lieber im Blut nachmessen, wenn du das tracken möchtest als Typ 1 Diabetiker, wie sind meine Ketonwerte, weil die kannst du in Millimol pro Liter RBHB im Blut messen, also die Ketonkörper, die dein Körper auch selbst herstellt. Und wenn das dann höher geht wie 8
8, 9, 10, dann gehst du in die Ketoazidose. Ja, das ist aber wirklich selten der Fall und auch nur bei Typ 1 Diabetikern, deren Bauchspeicheldrüse gar kein eigenes Insulin mehr produziert. Für Typ 2 Diabetiker verhält sich das komplett anders, weil da wird immer, die können gar nicht in eine Ketoazidose kommen und auch gesunde Menschen können nicht in eine Ketoazidose kommen, weil der Körper immer gegenregulieren wird, indem er ein bisschen Insulin produziert, ja, nur so viel er braucht. Und beim Typ 1 Diabetiker, wenn das halt nicht mehr funktioniert, sollte er auch vorsichtig sein mit den exogenen Ketonen, das sage ich immer dazu. Man kann sie ausprobieren auf eigene Gefahr, aber nur, wenn du wirklich deinen Körper gut kennst, wenn du deinen Blutzucker regelmäßig misst und immer kontrollierst und wenn du auch die Ketonwerte im Blut kontrollierst. Dann kannst du die Ketone ausprobieren oder halt mit deinem Therapeuten, mit deinem Arzt eng zusammenarbeiten, der dich gut betreut. Ich kenne Typ 1 Diabetiker, bei denen geht es gar nicht mit den exogenen Ketonen. Ich kenne aber auch Typ 1 Diabetiker, sogar zwei mittlerweile. Die nehmen regelmäßig die Ketone. Der eine täglich, der andere ein, zwei, dreimal die Woche. Und es klappt für die wunderbar. Das heißt, jeder ist da individuell. Aber ja, bei Typ 1 ein bisschen aufpassen mit zu hohen Ketonwerten. Ja? Aber die meisten, die bei mir landen, haben halt einfach einen Typ 2 Diabetes und haben eine Insulinresistenz, die tatsächlich vorausging. Wieder tolles Live, kriege ich niemals hin, auf jeden Fall. Das ist Übung, ich mache das seit 2 Jahren. Also meine ersten Lives, scrollt gerne mal ganz nach unten, die waren grottenschlecht. Ja? Du kannst dich immer nur vergleichen mit Menschen, also nie mit anderen Menschen vergleichen, das ist schon mal das Erste. Und dann mit Menschen dich nur mit dir selbst vergleichen, ja, so wie du gestern warst, mit der Person kannst du dich vergleichen und du kannst nicht vergleichen jemanden, du dir gerade gestartet bist und jemand, der das schon seit 2 Jahren macht. Du bist froh, auf mein Instagram gestoßen zu sein. Danke, Tina, das freut mich sehr. Cool. Ja, das haben wir schon gehabt. Cool. Okay, ich sage ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Morgen haben wir Freitag. Genau, morgen geht es um 11 Uhr um das Thema exogene Ketone. Wir werden eine Q&A-Session machen. Das heißt, wenn du jetzt hier zum ersten Mal von den Ketonen gehört hast, morgen um 11 Uhr kannst du mir alle deine Fragen auch mit dazu stellen. Natürlich Link für den Profil, erster Link führt direkt zu mir. Da kriegst du deine Fragen auch direkt beantwortet und Infos zu den Ketonen. Und komm gerne morgen mit deinen Fragen ins Live. Ich werde auch in der Story nochmal so einen Fragebutton machen. Das heißt, da kannst du auch deine Fragen vorher schon abgeben, wenn du weißt, du kannst nicht live dabei sein und dir das live nachher im Nachgang anschauen. Also vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die ganzen coolen Fragen, für die ganzen coolen Kommentare. Auch hier an alle, die mit dabei waren. An die Anna, an die Tina, an, jetzt habe ich schon Namen genannt, das ist nicht so fair, an alle anderen, die wertvolle Fragen gestellt haben oder wertvolle Kommentare abgegeben haben. Vielen, vielen Dank. Nur durch euch habe ich immer so viel Spaß mit den Lives. Ja, wenn ich nur mit mir allein reden würde, wäre das ultra langweilig und ich mag mich gar nicht so gerne anschauen, sondern ich mag lieber euch sehen, aber ich sehe immer nur eure Bilder. Das heißt, vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Dankeschön. Und ja, wir sehen uns morgen um 11 Uhr. Und ich packe jetzt meine Sachen und werde stressreduzierende Maßnahmen einsetzen bei mir und in die Sauna gehen. Man muss auch das machen, was man ständig erzählt. Genau, ich wünsche dir einen ganz schönen Feiertag noch. Bei uns in Bayern ist Feiertag. Ich weiß gar nicht, ob überall Feiertag ist. Mach's gut und wir sehen uns morgen um 11. Hoffentlich. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ciao und vielen Dank für die ganzen Herzen. Freut mich mega. Ciao, TikTok.